Also die Herausforderung, die wir haben als Sparkasse Hannover, ist natürlich, den Kunden eine Erreichbarkeit zu geben, wo er Service und Beratung im entsprechenden Umfang stattfindet, wo er auch eine Kundenbindung spürt. Wir wissen aber, dass durch die digitale Welt wir gerade hier unter Druck geraten werden. Wir werden genau schauen, wo ist Service heute noch erforderlich oder wo ist mehr die Beratungsöffnungszeit erforderlich. Und das wird an bestimmten Standorten stattfinden. Und dann werden wir auch sicherlich über Abendöffnungszeiten, über Samstagöffnungszeiten sprechen, aber immer in Bezug, was möchte der Kunde, für welchen Vertriebsweg entscheidet er sich. Und ich bin fest davon überzeugt, dass gerade die digitale Welt hier Antworten vorhält. Und die müssen wir nutzen. Und die können wir nur nutzen, wenn wir das zentral und gebündelt angehen, dieses Thema. Die Sparkasse Hannover ist seit einigen Jahren in der digitalen Welt unterwegs. Es gibt ständig neue Herausforderungen, sich den Kundenbedürfnissen hier auf diesem Vertriebsweg zu stellen. Vor vielen Jahren haben wir die Produktfamilie DE eingeführt. Seit einiger Zeit bieten wir dem Kunden im Internet bis hin zu den Smartphones auf der Welt der Apps nicht nur Informationen und Transaktionsmöglichkeiten an, sondern auch die Möglichkeit der Produktabschlüsse. Das Zinszahl, welches sich bei den Sparkassen, aber in der gesamten Kreditwirtschaft widerspiegelt durch eine Niedrigzinsphase, wird Auswirkungen auf die Ertragslage der Institute haben. Aber die Herausforderungen, die wir haben, liegen gerade im Kundengeschäft, nämlich über Vertriebswege, über Betreuung, über ganzheitliche Ansätze hier zu punkten, die Kundenbindungswerte zu erhöhen und damit auch die Kundenzufriedenheit. Das wirkt sich nachher auch in Provisionserlösen, insbesondere beim Girokonto bis hin zu den Beratungen im Rahmen der Vorsorge aus. Aber andererseits ist jede Sparkasse natürlich gefordert, ihre Kosten zu überprüfen. In diesen Zeiten ist das Kostenmanagement eines der wichtigsten Aufgaben, welches wir haben. Das Nachhaltigste ist die Sparkasse selbst. Wir bestehen seit 190 Jahren, aber gleichwohl müssen wir uns dieser Herausforderung stellen, immer wieder Nachhaltigkeit in den Fokus zu nehmen und wieder neu zu formulieren. Wir haben dies im Haus der Sparkasse Hannover getan. Wir haben uns damit auseinandergesetzt, was und wo und wie will der Kunde investieren, wenn er den Aspekt Nachhaltigkeit in den Fokus nimmt. Wie soll die Sparkasse sich engagieren unter Nachhaltigkeitskriterien vor Ort im Rahmen des öffentlichen Auftrages, aber auch selbst als Wirtschaftsunternehmen? Wir haben Ausschlusskriterien festgelegt, wir haben Produkte entwickelt, gemeinsam mit Verbundpartnern für den Kunden, für das Bedürfnis der Vermögensanlage. Wir haben aber auch gleichzeitig ein Nachhaltigkeitsrating eingeführt und wir haben eine geschützte Marke eintragen lassen, N+, um erkennbar zu machen, dass es ein Thema der Nachhaltigkeit ist. Und es geht uns darum, nicht nur etwas zu besetzen als Thema namentlich, sondern es zu leben und messbar zu machen, es erfahrbar zu machen. Und ich glaube, das ist das Erfolgsmodell einer Nachhaltigkeit.